macht einmal mehr wirklich Freude und Spaß, hier jetzt diesen neuen Standort Rastatt zu eröffnen. Wir haben eine super Eventfläche mit zahlreichen Angeboten, Attraktionen. Wir haben ein namhaftes Weingut aus der Region im Haus. Wir haben einen Crêpes-Stand, wir haben einen Flammkuchenstand. Wir haben viel getan, um unsere Kunden heute zu verwöhnen. Für die Kleinen haben wir eine ganz tolle Rennbahn aufgebaut. Die fahren mit ihrem Bobbycar über die Rennbahn und haben wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir haben einen Radiosender, die Welle im Haus, die für Unterhaltung sorgt. Das Glücksrad steht gar nicht still mit vielen Gewinnmöglichkeiten für unsere Kunden. Die hiesige Brauerei Franz ist mit ihren diversen Bierspezialitäten bei uns. Natürlich zahlreiche Angebote. Wir sind unheimlich glücklich, denn wir haben das alles gemacht für unsere Kunden und heute sind so viele Kunden gekommen, also unglaublich viele. Und dann haben wir es richtig gemacht und viele Leute, mit denen ich geredet habe, sind hochbegeistert. Sehr schön, sehr modern, also ganz tolle Architektur, gefällt uns gut. Sehr gut, sehr schön, sehr gehoben. Sehr, sehr einladend geworden. Ganz, ganz toll. Freundlich aufgebaut, doch, ja. Schön, sehr modern, sehr groß. Außergewöhnlich schön, sehr offen, sehr geräumig alles. Also wenn man hier allein diese Eingangshalle betrachtet. Wir kommen aus der Gegend von Bühl und von daher ein interessantes Angebot. Ganz toll, also von der Architektur ist es wunderbar gemacht. Und man hat einen Überblick vom Fahrstuhl aus über alle Etagen. Man kann also selbst feststellen, wo man hin will. Toll. Also wir freuen uns, dass es sowas gibt. Und werden die nächsten Tage wiederkommen. Das ist hier wirklich unglaublich, wie viele Menschen hier zusammengekommen sind und hier einkaufen. Wir sind permanent dabei, Ware aufzufüllen und wir kommen fast gar nicht hinterher, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Weil die Angebote halt auch wirklich klasse sind. Ja, es war ja tatsächlich so, dass wir, wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, hatten wir hier noch einen Acker. Und dann erst kamen die Baumaschinen und dann erst so langsam die Fundamente und wir hatten dann irgendwann auch ein Richtfest. Und alles hat natürlich ganz anders ausgesehen und wir haben uns gefragt, wie wird es denn am Ende wirklich werden und wie wird es angenommen von unseren Kunden. Und wenn man heute sieht, was daraus geworden ist, dann kann man mit Fug und Recht sagen, wir können stolz sein. So einen Tag, den vergisst man natürlich auch nicht. Das ist im Leben eines Einzelhändlers, eines Möbel-Einzelhändlers, natürlich schon was ganz Besonderes. Für uns ist es unheimlich wichtig, dass wir auch einfach mit am Kunden sind, mit bei den Mitarbeitern sind, weil wir sind Familienunternehmen und unsere Mitarbeiter gehören genauso dazu. Wir helfen hier mit. Meine Mutter ist hier im Fachmarkt unterwegs, hilft mit an der Kasse. Mein Vater und ich sind im Beratungsgespräch beim Kunden mit dabei. Wir helfen mit, wo Not am Mann ist und sind einfach froh, dass jeder von den Mitarbeitern auch so motiviert ist, wie wir das sind. Und ich glaube, da gehört es auch dazu, dass wir das ein Stück weit vorleben. Es ist einfach toll zu sehen, was meine Eltern hier über Jahrzehnte aufgebaut haben. Ich bin natürlich von klein auf mit dabei gewesen und habe mitbekommen, wie wir noch 15 Mitarbeiter waren und mittlerweile sind wir 600. Und dann in so große Fußstapfen zu treten, ist natürlich eine riesige Verantwortung, aber ist auch einfach ein richtig tolles Gefühl.